Viele Fans erinnern sich gerne an die Zeit der Frankfurt Galaxy. 16 Jahre Footballparty in Frankfurt in Lila und Orange. 2007 wurde der Ligabetrieb allerdings eingestellt und Frankfurt Galaxy war Geschichte. Aus Reihen der Fans gründete sich Frankfurt Universe, die bis in die zweite Liga aufgestiegen sind. Jetzt hat sich der neue Geschäftsführer die alten Namensrechte gesichert und somit spielt Frankfurt Galaxy wieder in Frankfurt. Ich habe es vorhin mit den Worten unserer ehemaligen Oberbürgermeisterin Petra Roth gesagt: Wir holen eine sportliche Institution wieder zurück nach Frankfurt. Football hat sicherlich in den letzten 7 Jahren mit Frankfurt Universe einen guten Weg genommen, aber natürlich viele Menschen konnten mit Lila Orange, mit American Football in Frankfurt die Galaxy verbinden und konnten damit was anfangen. Und deswegen haben wir es heute mit unserem Urknall geschafft, vieles von den letzten 7 Jahren plus diese alte Tradition Frankfurt Galaxy auf einen Punkt zurückzuholen. Ja, und der Sportstadt Frankfurt und der Region, den Fans, den vielen Sympathisanten einfach etwas zurückzugeben, was sie vor ein paar Jahren verloren haben. Die berühmte Power Party soll wieder aufleben und auch die Gespräche mit potenziellen Sponsoren verlaufen sehr positiv. Gerechnet wird mit einem Zuschauerschnitt von 6.500. Spielstätte könnte die Volksbank Arena werden, doch auch sportlich soll es nach oben gehen. Ja gut, wir haben natürlich Träume und Ziele. Kurzfristig soll es jetzt auf jeden Fall der Aufstieg sein. Das heißt, wir werden sportlich in der Mannschaft uns derart verstärken und auf diese tolle Basis auch der jetzigen Mannschaft setzen, um einfach im nächsten Jahr ganz klar den Aufstieg zu erreichen. Dann wollen wir uns in der ersten Liga etablieren, möglichst in der ersten Saison in der ersten Liga dann auch in die Playoffs kommen, um da ein Wörtchen mitzureden. Vielleicht schaffen wir sogar wie der erste FC Kaiserslautern. Der ist auch aus der zweiten Liga nach oben gekommen und was er geschafft hat, wissen wir alle. Und dann natürlich auch mittelfristig in Europa ein Wörtchen mitzusprechen und uns hier auch mit den großen Mannschaften in Europa halt einfach messen zu können. Der Startschuss ist gefallen. Viel Arbeit wartet noch auf die Verantwortlichen. Doch eines steht fest: Frankfurt Galaxy ist wieder zurück.